Die arabische Version, heilige Verena, Ägypterin, brachte Europa das Christentum und die persönliche Hygiene bei. Verena bedeutet auf Koptisch guter Samen. Die heilige Verena stammt aus einem Dorf namens Garagos nahe Luxor in Ägypten. Viele Ägypter kennen diese ägyptische Heldin nicht, die im Jahr 344 nach Christus in der Schweiz begraben wurde. Sie wird von vielen Historikern als Mutter der Nonnen in Europa betrachtet. Eine Kirche wurde über ihrem Grab in der Stadt Zurzach in der Schweiz errichtet. Mehr als 70 Kirchen in der Schweiz und 30 Kirchen in Deutschland tragen ihren Namen. Verena bedeutet auf Koptisch guter Samen. Die heilige Verena stammt aus dem Dorf Gargus nahe Luxor. Ihre Statuen zeigen immer, dass sie in einer Hand einen Wasserkrug und in den zweiten einen Kamm trägt, weil sie den damaligen germanischen Völkern die persönlichen Hygiene und die Kräutermedizin beigebracht hat. Mit Liebe brachte sie den damaligen heidnischen germanischen Völker die Zivilisation und der Glaube an einen einzigen Gott bei. Der Anfang ihrer Geschichte geht auf die Zeit des römischen Kaisers Diokletian zurück, der Ende des 3. Jahrhunderts nach Christus nach Ägypten kam und von den Ägyptern gut aufgenommen wurde und in Alexandria ein berühmtes Denkmal errichtete. Die Armee des Diokletians führte daraufhin einen heftigen Krieg in Gallien, entspricht in etwa dem heutigen Frankreich, Belgien, Luxemburg und der Westschweiz. Er nahm 6000 junge Ägypter mit, die er zu seiner Armee machte, die als Tibi-Bataillon bezeichnet wurden. Die Ägypter zeigten auch großen Mut, die Feinde des Kaisers zu bekämpfen, bis er siegen konnte, Diokletian befahl. Den Sieg heidnisch zu feiern, doch die Kopten des Tibi-Bataillons weigerten sich, den König anzubeten, da sie an einen Gott im Himmel glauben. Der König befahl, dem Bataillon zu foltern, was nichts brachte, bis er sie am Ende alle tötete. Verena war eine jungfräuliche, koptische Frau eines der Mädchen, die das Tibi-Bataillon begleiteten. Um Essen zuzubereiten und die Verwundeten zu behandeln, da sie eine Zeugin des Massakers ihrer männlichen Gruppe war, flüchtete sie und blieb im Exil. Sie ging in eine Höhle in der Schweiz und lehrte die Regeln der persönlichen Sauberkeit und der Heilkräuter. Sie hatte auch ein umfangreiches Wissen über die Ursprünge der ägyptischen Medizin, die aus den Tagen der Pharaonen geerbt wurden, was ihr half, den Kranken zu helfen.